Hey Leute, was geht ab? Heute gibt's mal wieder ein kleines Gut gegen Böse Kartenduell mit den Kristallkarten aus der Lego Ninjago Trading Card Game Serie 4. Und ich zeige euch hier gleich mal die Karten, die für die gute Seite antreten werden. Da haben wir einmal Legacy Lloyd, dann hätten wir Cole, der Kai ist mit dabei, auch die Nia, Zane und der Jay, also schon mal alle Ninjas. Und da kommen noch die Elementarmeister, einmal Skylar, Karloff, Griffin Turner, Paleman, Tox, Neuro, Ash und Bolobo. Also ich habe nicht alle Karten genommen. Ich habe hier jetzt 14 Stück, weil auf der Seite der Bösen sind dann auch nochmal 14 Karten. Die zeige ich euch natürlich auch mal kurz. Hier geht's los mit Garmadon. Dann haben wir den großen Schlangenmeister. Pythor ist dabei, ebenso wie Scales und Phantom. Dann haben wir Scalidor, Acidicus, Wütender Overlord, eine sehr, sehr coole Karte. Riesensteinschwertkrieger ist dabei. Der wütende Steinschwertkrieger. Wütender Samukai, Whiplash, Cruncher. Und die letzte Karte ist Knuckle. Also hier haben wir auch 14 Karten. Es wird also insgesamt 14 Runden geben und ich erkläre euch kurz die Regeln. Als erstes werde ich die beiden Kartenstapeln gut durchmischen und dann verdeckt hinlegen. Dann nehmen wir uns eine Karte von der linken Seite, also von den Guten, und eine von der rechten Seite, also von den Bösewichten. Die treten dann in einem Duell gegeneinander an. In Runde Nummer 1 vergleichen wir den Tempowert. Die Karte, die da den höheren Wert hat, bekommt dann einen Punkt für die jeweilige Seite. In Runde Nummer 2 vergleichen wir den Angriffswert, auch wieder das gleiche Spiel. Die Karte mit dem höheren Wert bekommt dann den Punkt. Runde Nummer 3 vergleichen wir dann den Powerwert und Runde Nummer 4 den Abwehrwert. Und in Runde Nummer 5 geht es dann wieder bei Tempo los. Das heißt, wir spielen heute wieder im Uhrzeigersinn. Und die Seite, die eben am Ende die meisten Punkte geholt hat, die gewinnt dann dieses Duell. Es kann natürlich sein, dass es 7:7 unentschieden ausgeht. Sollten zwei Karten den gleichen Wert haben, dann nehmen wir einfach den nächsten Wert, der dann kommt. Also sagen wir mal, beide haben einen Tempowert von 90. Dann vergleichen wir einfach den Angriffswert und die Karte, die da dann den höheren Wert hat, bekommt den Punkt. Okay, die Karten sind jetzt gut durchgemischt und wir starten mit Runde Nummer 1. Wir vergleichen den Tempowert, schauen wir mal, wer auf der guten Seite antreten wird. Hier haben wir Legacy Cole mit einem Tempowert von 57. Ist der zweitstärkste Wert der Karte. Es kann auf jeden Fall reichen, schauen wir mal, gegen wen er antreten wird. Gegen wütender Steinschwertkrieger mit einem Tempowert von bloß 22. Das heißt, die gute Seite geht durch, oder dank Cole, mit 1:0 in Führung. Gut, weiter geht's mit Runde Nummer 2. Wir vergleichen den Angriffswert und auf der Seite der Guten haben wir wieder einen Ninja, und zwar den Jay mit einem Angriffswert von 56. Kann auf jeden Fall reichen, haben wir ja gerade in der ersten Runde gesehen. Er tritt an gegen wütender Garmadon. Er hat jetzt den höchsten Wert hier im Angriff mit 97. Das heißt, die Bösewichte schaffen den Ausgleich. Damit steht es 1:1. Und es wäre natürlich super, wenn es so spannend bis zum Schluss bleibt. Schauen wir mal, was in Runde Nummer 3 passiert. Wir vergleichen auf jeden Fall den Powerwert. Hier haben wir jetzt auf der Seite der guten Tox, Meisterin des Gifts, mit einem Wert von 99. Und das müsste auf jeden Fall der sichere zweite Punkt für die Seite der Guten sein. Weil ich glaube, bei den Kristallkarten ist der höchste Wert nur 99. Also da gibt es, soweit ich weiß, glaube ich, keine Karte, die über 100 ist. Schauen wir mal, gegen wen sie antreten wird. Oh, das war sehr, sehr knapp hier gegen wütender Phantom. Er hat ebenfalls den höchsten Wert in der Power mit 92. Aber Tox ist trotzdem noch ein bisschen besser und holt deswegen den Punkt, die erneute Führung für die Seite der Guten. Es steht 2:1. Aber in Runde Nummer 4 können die Bösewichte wieder ausgleichen. Wir vergleichen den Abwehrwert. Schauen wir erstmal hier auf der Seite der Guten. Hier haben wir jetzt Bolobo, Meister der Natur, mit einem Abwehrwert von 71. Also gar nicht mal so schlecht, der zweitstärkste Wert der Karte. Schauen wir mal, gegen wen er antreten wird. Gegen wütender Acidicus. Er hat leider nur einen Wert von 31 in der Abwehr. Das heißt, die Guten gehen jetzt schon mit 2 Punkten in Führung. Es steht 3:1. Und wir kommen zur Runde Nummer 5 und vergleichen den Tempowert. Schauen wir erstmal wieder hier bei den Guten. Da haben wir Paleman, Meister des Lichts, mit einem Tempowert von 70. Auch wieder der zweitstärkste Wert der Karte. Es kann auf jeden Fall reichen. Schauen wir mal, wen wir hier auf der Seite der Bösen haben. Oh, eine sehr, sehr coole Karte mit wütender Samukai. Er hat aber leider bloß einen Tempowert von 32. Er hätte einen guten Powerwert hier mit 96. Aber 32 reicht leider nicht. Das heißt, die Guten gehen mit 4:1 in Führung. Aber es ist trotzdem noch nichts verloren. Wir kommen zur Runde Nummer 6 und vergleichen den Angriffswert. Schauen wir mal, wen wir hier haben. Hier haben wir Legacy Zane, auch eine sehr, sehr coole Karte, muss ich sagen. Und er hat auch den höchsten Wert hier im Angriff mit 94. Könnte auf jeden Fall wieder reichen. Also jetzt muss schon was Gutes auf der Seite der Bösen kommen. Schauen wir mal, wen wir hier haben.
Oh, das ist ein Unentschieden. Das haben wir ja vorhin gesagt. Hier haben wir nämlich wütender Knuckle. Er hat ebenfalls einen Angriffswert von 94. Und wir haben ja gesagt, wir vergleichen dann einfach den nächsten Wert, der dann dran wäre. Das wäre der Powerwert. Und da hat Knuckle 4 Punkte mehr als Zane. Und deswegen kommen die Bösewichte wieder ran. Sie holen den Punkt. Und damit steht es nur noch 4-2. Und wir kommen zur Runde Nummer 7 und vergleichen den Powerwert. Schauen wir mal, wen wir hier haben. Hier haben wir Legacy Lloyd. Mit einem Powerwert von nur 33, also der schlechteste Wert der Karte, ist eine gute Ausgangsmöglichkeit für die Bösewichte, um wieder ranzukommen und auf 4-3 zu verkürzen. Und sie schaffen es sogar mit dem wütenden Overlord. Er hat einen Powerwert von 66. Das heißt, die Bösewichte kommen wieder ran und liegen jetzt nur noch einen Punkt hinten. Es steht 4-3. Das heißt, zur Halbzeit kann man sagen, steht es 4-3, also es ist super spannend. Weiter geht's auf jeden Fall jetzt mit Runde Nummer 8 und wir vergleichen den Abwehrwert. Hier haben wir jetzt Neuro, Meister des Gifts, mit einem Abwehrwert von 57. Kann auf jeden Fall reichen, auch eine schöne Karte, muss ich sagen. Er tritt an gegen, oh, das war sehr, sehr knapp, hier entscheiden bloß 4 Punkte, gegen den Riesen Steinschwertkrieger. Er gleicht aus, weil er hat einen Abwehrwert von 61, also er ist um 4 Punkte besser. Das reicht, um den Ausgleich herzustellen. Damit steht es jetzt 4-4. Also ihr seht schon, in diesen Duellen ist alles möglich. Die gute Seite war mit 4-1 in Führung, aber jetzt steht es wieder 4-4. Wir kommen zur Runde Nummer 9 und vergleichen den Tempowert. Schauen wir mal, wen wir hier haben. Oh, die Nia, die hat glaube ich einen ziemlich guten Tempowert. Oh, mit 72 ist gar nicht so schlecht. Sie hat allgemein gute Werte hier, 95, 74, 72 und nur 57 hier drüben. Also ist durchweg eine gute Karte. Und 72 kann auf jeden Fall reichen, um wieder in Führung zu gehen. Und es reicht auch, sie tritt an gegen wütender Pythor. Er hat einen Tempowert von 50. Das heißt, die Guten gehen dank Nia wieder in Führung. Es steht 5-4. Und wir kommen zur Runde Nummer 10 und vergleichen den Angriffswert. Schauen wir mal, wen wir hier noch haben. Hier haben wir Ash, Meister des Rauchs, mit einem Angriffswert von leider nur 27. Ihn hätte man eine Runde früher gebrauchen können, 93, wobei Nia hat ja auch den Punkt geholt, das hat eigentlich schon gepasst. Aber 27, das wird sehr, sehr schwierig. Vielleicht schafft die böse Seite wieder den Ausgleich. Schauen wir mal, wen wir hier haben. Und ja, das reicht locker. Hier haben wir wütender, großer Schlangenmeister mit dem höchsten Wert im Angriff, also mit 95. Das reicht locker, um Ash zu schlagen. Und wir haben wieder einen Ausgleich. Es steht wieder 5-5. Und wir kommen so langsam zum Ende. 4 Runden stehen noch vor uns. Es kann natürlich noch alles passieren. Wir kommen zur Runde Nummer 11 und vergleichen den Powerwert. Schauen wir mal, wen wir hier haben. Hier haben wir Skylar, Meisterin des Bärensteins, mit einem Powerwert von 49. Ja, es könnte sein, dass jetzt vielleicht zum ersten Mal in diesem Duell die böse Seite in Führung geht. Schauen wir mal. Oh, auch wieder ganz, ganz knapp hier. Wütender Whiplash mit einem Powerwert von 51. Hier entscheiden auch wieder bloß 2 Punkte zuguten oder zugunsten der Bösen, die jetzt zum ersten Mal in diesem Duell in Führung gehen. Es steht 6-5 für die Bösewichte. Das heißt, wenn die böse Seite jetzt in Runde Nummer 12 den nächsten Punkt holt, dann haben sie zumindest schon mal einen Unentschieden sicher. Wir vergleichen auf jeden Fall den Abwehrwert. Schauen wir mal, wen wir hier haben. Griffin, Turnermeister der Geschwindigkeit, mit einem Abwehrwert von nur 38. Das könnte jetzt so, ja, die Vorentscheidung vielleicht schon sein. Ja, wobei, ein Unentschieden können die Guten ja trotzdem noch rausholen. Oh, hier haben wir wütender Scales mit dem höchsten Wert in der Abwehr, nämlich 90. Und ja, das reicht locker dann eben für die Bösewichte. Sie haben jetzt schon ein Unentschieden sicher, weil jetzt steht es 7-5. Das heißt, die Guten müssten jetzt die letzten beiden Runden gewinnen, um noch ein Unentschieden herauszuholen. In Runde Nummer 13 vergleichen wir auf jeden Fall den Tempowert. Schauen wir mal, wen wir hier noch alles haben. Hier haben wir noch Karloff, leider mit einem sehr schlechten Tempowert von nur 30. Er wäre im Angriff ziemlich gut, aber ja, 30, mal schauen, ob es reichen kann. Aber auch eine sehr, sehr schöne Karte. Er tritt auf jeden Fall an gegen... Oh, es reicht sogar. Das hätte ich ja nicht gedacht. Gegen wütender Scalidor. Er hat nämlich nur einen Tempowert von 22. Also Scalidor ist nochmal ein Ticken... Ja, langsamer kann man vielleicht sagen als Karloff. Und das ist auf jeden Fall der Anschluss für die gute Seite. Es steht nur noch 7-6. Und wir kommen zur letzten Runde, Runde Nummer 14, und vergleichen den Angriffswert. Es kann entweder 7-7 unentschieden ausgehen oder eben die böse Seite gewinnt mit 8-6. Schauen wir mal, welche zwei Karten noch übrig bleiben. Einmal haben wir hier Legacy Kai mit einem Angriffswert von 56. Ist ja nur mittelmäßig, also ist auch bloß der drittstärkste Wert der Karte. Es kann natürlich reichen. Schauen wir mal, was passieren wird. Und es reicht, jawohl, das passt doch. Hier haben wir nämlich noch wütender Cruncher mit einem Angriffswert von 49. Und das heißt, gut gegen böse geht heute unentschieden aus, nämlich 7-7.
So, und hier seht ihr jetzt nochmal die Karten, die jetzt die Punkte geholt haben. Oben haben wir die Karten der guten Seite und unten eben die von den Bösewichten. Und ihr habt ja gesehen, in diesen Duellen kann alles passieren. Die Seite der Guten war schon mit 4:1 in Führung gegangen, ist dann zum Schluss noch in Rückstand geraten mit 7:5, hat dann zum Schluss aber trotzdem noch den Ausgleich geschafft. Also ein cooles Duell, spannend bis zum Schluss, so mag ich es immer am liebsten. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch kostenlos machen. Jo, und das war's dann mal soweit von mir. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.